Zunächst nehmen wir aber das Thema der vergangenen Sendung noch einmal auf. Die zweite Chance. In der Umfrage in Leipzig gab es ja die verschiedensten Meinungen, aber niemand war sich so richtig sicher. Also mache ich mich schlau bei dem, der es wissen muss und auch weiß. Herr Andreas Sorek vom Caritasverband in Borna. Hallo, woher kommt denn dein Wissen? Mein Wissen kommt aus der Praxis und aus dem Studium. Um mit straffällig gewordenen Jugendlichen arbeiten zu können, da muss man ein bisschen Profi sein und da muss man Sozialpädagogik schon studiert haben. Mhm. Dazu kommen natürlich dann noch verschiedene Weiterbildungen, die das dann hier etwas besser noch machen. Ich habe von dem Projekt Kompass gehört. Was verbirgt sich denn dahinter? Mitte der 90er Jahre gab es die ersten Kontakte zwischen dem hiesigen Jugendamt und dem Caritasverband. Es wurde nach Möglichkeiten gesucht, straffällig gewordenen Jugendlichen und Heranwachsenden, also Leuten zwischen 14 und 21 Jahren, vielleicht auch etwas älter noch, zu helfen, wenn die in die Straffälligkeit abgerutscht sind. Mhm. Der Caritasverband, oder sagen wir so, für den Caritasverband sind alle Menschen gleich wertvoll. Und diese Menschen haben nur kaum eine Lobby in der Öffentlichkeit. Mhm. Von daher hat es eigentlich ganz gut gepasst, dass der Caritasverband von Leipzig aus diese Arbeit aufgebaut und hier in Borna eingepflanzt hat. Mhm. Wie sieht das denn nun praktisch aus? Wie schlittern Jugendliche nun wirklich in dieses Milieu? Da gibt es keine ganz eindeutige Antwort. Das sieht bei jedem anders aus und wir versuchen natürlich, wenn wir mit den jungen Leuten umgehen, mal dahinter zu kommen. Wie ist derjenige dorthin geraten, Straftaten zu vollbringen? Es stimmt tatsächlich für manchen, vielleicht sogar viele, dass es die schlimme Kindheitsgeschichte gewesen ist. Für andere stimmt dann auch der schlimme Umgang bei den Gleichaltrigen. Da muss man im Einzelfall wirklich schauen. Man hört so landläufig, dass die meisten erst in der JVA infiziert werden. Ist da was dran? In den Jugendstrafvollzug kommt natürlich wirklich erst der, wo es wirklich schlimm ist. Da gibt es wirklich eine massive Vorgeschichte. Natürlich, wenn gleichaltrige Straftäter zusammenkommen, dann gehen die Tipps schon hin und her. Und die Rückfallquote von denjenigen, die aus der Jugendstrafanstalt entlassen werden, ist doch relativ hoch, schätzungsweise so zwischen 60% und 70%. Deswegen sagen wir auch, der Jugendstrafvollzug muss die letzte Möglichkeit sein. Und dadurch, ob dadurch jemand wirklich besser wird, ist fraglich. Wir als Sozialpädagogen sagen, es gibt andere, bessere Möglichkeiten. Mhm. Unser Beitrag heißt ja die zweite Chance. Gibt es sie denn wirklich? Und wenn ja, wie sieht die aus? Es gibt sie. Es sollte sie geben. Es sollte auch immer noch vielleicht sogar eine dritte und eine vierte und eine fünfte Chance geben. Das sollen uns die Menschen ruhig wert sein. Es muss natürlich auch immer passen auf denjenigen. Deswegen schauen wir ganz individuell bei jedem Einzelnen nach, was könnte dessen zweite Chance bedeuten. Braucht er hier eine Beratung? Braucht er hier eine Möglichkeit, zum Beispiel seine gemeinnützigen Arbeitsstunden ableisten zu dürfen und etwas Beratung da mitzubekommen? Braucht er hier vielleicht einen Täter-Opfer-Ausgleich, dass er einmal seine Straftat besprechen kann mit demjenigen, den er wirklich geschädigt hat und eine Möglichkeit finden kann, dann das wieder gut zu machen? Oder braucht er eine Möglichkeit, länger hier bei uns in Beratung zu sein, vielleicht sogar einen sozialen Trainingskurs mitzumachen? Mhm. Die erste Überlegung dazu stellt natürlich auch schon das Jugendamt, die Jugendgerichtshilfe an. Das geht dann weiter, dass auch der Richter sich darüber Gedanken macht und dann vielleicht auch in seinem Urteilsspruch etwas richtig festlegt, was der Jugendliche wirklich tun soll. Mhm. Wo der Jugendrichter denkt, dass genau das eine passende Hilfe sein könnte. Da verbirgt sich oftmals eine Chance. Aber der Jugendliche muss natürlich selber auch wollen. Mhm. Wenn er das einfach nur über sich ergehen lässt und nicht wirklich mitmacht, dann ist die zweite, dritte oder vierte Chance dann auch vergeben, vertan. Es geht halt nur, wenn derjenige sich entschließt, ja, Dinge zurückzulassen und neue Dinge aufzubauen in seinem Leben. Deswegen auch Projekt Kompass. Da steckt drin, dass man Orientierung sucht und wir möchten bei der Orientierung helfen. Mhm. Vielen herzlichen Dank für das Interview und alles Gute für das Projekt.